So, also wir kommen jetzt zum Hauptfeld. Die letzten 32 sind das, richtig? Ja. Muss ich noch einschalten, Jochen? Habe ich. Prima, okay. So, jetzt mittlerweile sind wir hier zu dritt. Ja. Die Ina Kaplan ist auch noch Zuwachs bekommen. Schön, eine Frauenstimme. Ihr könnt anfangen. Ja, also, wie gesagt, letzte 32 hier in Darmstadt bei den Heiner Open am 3. Oktober 2013. Wir sind hier im Billardbistro K60 in der Casinostraße in Darmstadt und sehen die Partie Nicolas Ottermann gegen David Wu. Für alle, die den David Wu vielleicht noch nicht kennen, David Wu spielt hier beim TV Eberstadt. In der Oberliga ist ein ambitionierter Nachwuchsspieler, der auch schon bei den Herren, speziell jetzt hier in Hessen, bei Hessenmeisterschaften sehr erfolgreich war und dort Vierter geworden ist in zwei Disziplinen und auch schon in der Jugend auf staatliche Erfolge wie EM-Teilnahmen, deutsche Meisterschaftsteilnahmen auch mit Medaillen zurückblicken kann. Also ernstzunehmender Gegner für den Nico. Der Nico Ottermann, ich glaube, da brauchen wir unter Billardkennern nicht mehr viele Worte verlieren. Das ist der amtierende deutsche Meister im Neunball. Spielt seit vielen, vielen Jahren in der ersten Bundesliga, jetzt für den BV Mörfelden-Walldorf. Und sein Team hat jetzt am vergangenen Wochenende den Ligaauftakt gehabt und hat dort eine Partie mit 5:3 gegen die BSG Osnabrück gewonnen und die zweite Partie gegen den amtierenden deutschen Meister BC Oberhausen nur denkbar knapp mit 3:5 verloren. Von daher also guter Auftakt im Prinzip für das Team. Und jetzt schauen wir mal, wie der Nico sich hier schlägt. Und der Bernd hat es schon kurz angekündigt. An meiner Seite ist die Ina Kaplan, die ja, in ihrer Gruppe leider ausgeschieden ist. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ach, bisschen bitter für mich gelaufen, weil ich die erste Partie gegen Dennis Rathmann gewonnen habe, 5:3, dann gegen Daniel Merbitz 5:1 verloren habe und die letzte Partie 5:0 gewonnen habe. Trotzdem bin ich draußen, Dennis Rathmann ist weiter, weil er 5:4 gegen Daniel noch gewonnen hat im letzten Spiel und dadurch im Spielverhältnis besser ist. Ja. Und also von den Punkten ja, her. Von den ihr Punkten seid sogar her. Vom Spielverhältnis im Prinzip gleich. Sogar von der Differenz her gleich. Ihr genau. Beide plus 3. Im Fußball würde man sagen, der Dennis hat mehr Tore geschossen. Im direkten Vergleich hast du gewonnen. Also das hätte man auch anders sehen können. Du hättest auch weiterkommen können. Ja, aber nicht nach dem System. Ja, aber hier, das genau. System besagt halt jetzt hier, dass das Torverhältnis zuerst zählt und dadurch warst du natürlich draußen, was schade ist. Ja. Aber... Wir dafür kann dich ich hier kommentieren. Dadurch hier begrüßen, genau. Und dann können wir hier gemeinsam die Partie beobachten und ein bisschen Spaß haben. Genau. Ich habe gerade mal ein schönes Safe-Duell hier gesehen. Ah, die kann er sehen, die 1, ne? Ganz dünn spielt ja. Er den und spielt den Resave. Muss er nur aufpassen, dass die Weise nicht ins Eckloch genau. Fällt. Löst er sehr, sehr schön. Ja, das sind so die Feinheiten, dass man dann so die 1 so dünn trifft, dass die Weise eben nicht ins Eckloch fällt. Gehört auch ein bisschen Mut dazu. Die Feinheiten. Also da gehört auch Mut dazu, finde ich, weil man, da geht halt wirklich nur um Nuancen, sonst geht die Weise ins Eckloch ab. Ja, und dann das steht muss man da. Muss so ein Nico aber auch schon mal schaffen. Ja.
Er holt nicht den Jumper raus, sondern spielt ihn über zwei Banden. Hat natürlich dann ein ganz gutes Safe-Mitschwert, aber... Ich glaube, damit kann man zufrieden sein. Sehr akzeptabel, ja. Damit kann man auch nicht viel anfangen. Ja, Ina, erzähl uns noch ein bisschen was über dich. Du spielst wo Billard, genau? Beim BC Siegtal. Ja. Zweite Bundesliga. Zweite Liga, damit meinem bist Mann du. Zusammen. Ja, zweite Liga bist du damit die einzige Frau. Ja, bin ich, genau. In dieser Liga, ja. Mhm. Ja, genau. Und ich bin mit meinem Mann zusammen, Jörn Kaplan, und mit Patrick Runo und Klaus Schumacher. Das, ja. Wie war's? Eine schöne Mannschaft, ja. Ja, wie war's war am ersten Spieltag? Schöner Anfang. Wir haben am Samstag gegen den Erstliga-Absteiger Kurpfalz gespielt und 5-3 gewonnen. Jörn und ich haben jeweils alle Partien gewonnen und Pato hat dann noch eine Partie gewonnen. Ja, und Sonntag haben wir dann Whitewash gegen gegen Passau gemacht. Gegen genau, Passau. Die sind aufgestiegen letzte Saison und ja, das lief eigentlich für uns alle gut und okay. Haben wir dann schön 8-0 mitgenommen. 8-0 war ein schöner Saisonauftakt. Also hast du alle vier Partien gewonnen? Ja, ich habe alle gewonnen, genau. Das ja. Ist natürlich blendender Auftakt. Ja, kann man so sagen. Wir kommentieren. Wir werden genau. Also hier gerade mit der Turnierleitung verwechselt. Kann ja mal passieren. Wir sehen so kompetent aus. Ja, ja, wie verrückt. Gut, also das war ein wunderbarer Auftakt. Genau, ja. Mal schauen, wenn es so weiterläuft. Greifen wir ganz oben an. Letzten genau. Sonntag wäre Dritter geworden in der zweiten Bundesliga, also auch schon sehr gut. Und ja, habt ihr denn schauen. Ziele in der Richtung? Naja, erste Bundesliga ist natürlich schon mal eine Hausnummer, ne? Also damit ja. zu spielen, aber es wäre natürlich für mich ein absoluter Traum, einfach ja. mal erste Bundesliga zu ja. spielen. Aber es gibt jetzt keinen konkreten Plan jetzt für die Saison, nein. sondern ihr spielt einfach und guckt, was rauskommt. Genau, ja. Okay. Wir gehen das locker an und ja. Wer ist denn Favorit bei euch? Kurpfalz. Schon Kurpfalz, obwohl ihr ja. die geschlagen habt. St. Augustin ist noch ja. gut mit Christian Reimering. Die sind natürlich nicht zu verachten. Ja. Okay, also ihr gehört schon zu den Top-Teams, kann man so sagen. Ja, schon. Auch anhand der Vorjahresplatzierung. Genau, okay. ja. Und jetzt stehen ja bald deutsche Meisterschaften an. Ja, 2 Wochen. Ne? Ja. Na, ein bisschen mehr. Ja, 19 geht's aus? Los. Ja, ich spiele alle 4 Disziplinen mit. Hab den 9-Ball-Titel zu verteidigen und noch 2 Bronze habe ich ja gewonnen. 8-Ball und 10-Ball. Mal gucken, ob ich dieses Jahr im 14-1 auch mal was reißen kann. Das wäre ja. für mich, schon ein Traum. Okay, wieso? Weil ich im 14-1 noch nie eine Medaille gewonnen habe und ja, es ist nicht so mein Spiel, muss ich sagen, aber ich habe schon vor, dieses Jahr ein bisschen anzugreifen und trainiere dementsprechend auch. Und naja, aber ich spiele 14-1 halt sonst nie, also in der Mannschaft nicht und, ja. und beim Training kaum, aber das hat sich jetzt geändert und ja, mal schauen. Okay, also du bist aber gewappnet für die Deutschen. Natürlich. Bist gut im Training. Ja. Wunderbar. Immer wer sind denn motiviert. Da die Konkurrentinnen? Klär uns doch mal da auf. Veronika Ivanovskaya zum Beispiel. Okay, die kommt ja, aus Burgwedel genau. und ist gerade bei den Mädchen Europameisterin geworden. Ja, genau, auch und ein Traum für sie, in Erfüllung gegangen, 8-Ball. Ja. ja, und ist Titelverteidigerin im 8-Ball bei der Deutschen Meisterschaft. Genau. Bei den Damen. So sieht's aus. Ja. Vivien Schade natürlich. Vivien Schade. Aus. Die hat ja 2 Titel geholt letztes ja, Jahr. Vom BC Bergedorf. Genau. Nahe Hamburg. Und wir haben natürlich auch hier während des Turniers ja, schon mit Favoritinnen gesehen. Christina Chagan. Genau. Die ja auch jetzt weiter ist. Christina Chagan ist weiter, genau. genauso wie Christina Kiki, Grimm, genau. besser bekannt als Kiki Grimm, die beide in ihrer Boah, Gruppe. Unter den ersten 2 gelandet sind. Und da hat der David Pech. Bisschen Pech. Wenn wir ja. jetzt mal kurz auf das Spiel auch wieder eingehen. Der David hat jetzt gerade Pech gehabt. Das war die Höchstchance. Wir sind ja noch in der frühen Phase. Ja, das war die Höchstchance. Wir sind ja noch in der frühen Phase des Spiels. Da können wir mal auch auf allgemeinere Sachen eingehen. Ja, genau. Wenn es spannend wird. Ja, genau. Wenn wir dann in 2 Stunden bei 5:15 Ja.
Nein, die Informationen sind ja immer ganz nett, damit man mal weiß, ein bisschen mehr über die Spielerinnen, die hier in Deutschland ganz vorne stehen. Ja, genau. Und da wollen wir das natürlich ausnutzen, das natürlich hier auch dann dazu befragen. Hat dich nur ein Radler gekostet. Ja, das muss man hier noch dazu sagen, ja. Der Kommentator musste die Ina bestechen. Ja, ich bin ja nicht hier umsonst, ne? War aber einfach. Uiui, den hat aber lang liegen lassen. Was meinst du, was er macht jetzt? Ja, stellt er sich ich würde tendenziell ne? dazu sagen, dass der Nico die Weiße auslaufen lässt und die neuen langen hochrechts, also quasi unten rechts von uns aus gesehen, dorthin spielen genau. wird. So macht er das auch. Ja. Oh, der war schön. Mit Winkel, sodass die Weiße auch wieder rauskommt, damit man die Zehen danach bequem versenken kann. Und dann holt er sich den ersten Punkt. Genau, wir spielen übrigens auf 6 Gewinnspiele. Weiterhin im Einfach-K.O. Mhm. Und Winner-Break, du hast es gesagt. Einfach-K.O. Also es geht hier jetzt wirklich um die Wurst. Da geht es jetzt quasi schon um den Einzug ins Achtelfinale. Genau. Wenn wir mal rund gucken, werden wir sehen, dass wir im Hintergrund des Bildes in Weiß, gerade den Rücken zu uns gedreht, den Sebastian Stab sehen. Genau. Amtierender deutscher Meister im Zehnball. Der mich rausgekickt hat beim letzten Turnier. Wo waren das? In Bingen, oder? In Bingen. In Bingen, beim Mäuseturm. Genau, beim Mäuseturmkampf, ja. Da das hast du gegen den Sebastian Stab verloren um den Einzug ins Viertelfinale. Genau, genau. Du wurdest aber beste Dame. Immerhin, genau. Weil ich ja dieses Turnier heute, leider nicht geworden heute klappt das nicht. Die zwei Christinas sind wie gesagt weiter. Genau. Und wenn wir uns jetzt noch weiter umgucken, dann spielt hinter uns dein Mann, der Jörn. Gegen wen spielt er? Weißt du das? Nee, ich sehe jetzt auch gerade nicht seinen Gegner, aber ich glaube. Also der Gegner ist für uns nicht sichtbar, obwohl es Alexander so und so. Ah ja, wir werden das noch rauskriegen. Kenne ich nicht. Wenn wir uns so weiter umschauen, dann sehen wir die Christina Chagan gegen den Sinan Kodas. Beide letztes Jahr noch in einem Verein gespielt, beim BV Mefelden-Waldorf. Mittlerweile ist der Sinan zu seinem Stammverein Dieburg zurückgekehrt. Und jetzt wissen wir auch, gegen wen der Sebastian Stab spielt, nämlich gegen den Rainer Hahn, der der Lebensgefährte ist von Christina Chagan. Mhm. Er ist gerade im Hintergrund am Tisch. So, und hier ist der David jetzt auf einem guten Weg. Hat ja, natürlich mit natürlich der 3-7-10 Kombination, die da so zusammenliegen, relativ nah ein Problem zu lösen. Ja. Auch wenig machen mit der 3, ne? Ja. Schon gespannt. Geht der auf Mitte? Die 3? Okay. Da landet er im Nichts. Ja, das ist jetzt eigentlich eine Position, die man, ja, muss er irgendeine Sicherheit draus basteln. Vielleicht die Weiße hinter die 9 legen, die 3 an die Bande. An welche Bande? An die lange Bande. An welche lange Bande? Rechts. Links. Links? Nee. Ah, okay. Okay. Ja, probiert es genau andersrum. Genau, sehr erfolgreich. Schön. Das sind so die kreativen Lösungen, die benötigt werden beim Poolbillard. Ja, den kann man natürlich recht einfach dann über die eine Bande treffen mit Resave-Möglichkeit, wenn er die auf der linken Seite trifft, also auf der unteren Seite der 3. Bleibt die Weiße dann unten im Fußfeld und die 3 geht nach oben. Wobei einfach natürlich relativ ist. Man muss hier schon genau treffen. Man muss ja, da schon sehr genau treffen, dass die Weiße stehen bleibt, so wie du es besprochen hast. Und genau das gelingt auch nicht. Nee, genau, der war zu dick. Ja. Die 3 treffen war einfach, aber eine Sicherheit zu hinterlassen war schon sehr, sehr schwer. Hat auch nicht funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, von der 3, die 3 jetzt zu versenken und dann auf die 4 zu gelangen, ist richtig natürlich auch gerade nicht ohne. Ja, den muss er stechen, aber
Oder kann er den noch vielleicht über die 8? So, das hat jetzt nicht funktioniert, so wie der David das vorhatte. Und jetzt wird er wahrscheinlich wieder mit einer Sicherheit aussteigen müssen. Ja. Und da gibt er dem Nico schon wieder Ball in Hand. Jetzt allerdings, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was er mit der 7-10 macht. Exakt. Das werden wir uns jetzt angucken, was er da anzubieten hat. Also extrem kreativ wäre jetzt die 4 über die 6 ins Mittelloch und die 6 geht auf die 7. Das wäre extrem kreativ. Ja, und extrem schwer. Fand ich ein Versuch wert. Dazu spielt er ihn auch sehr schön. Na, vielleicht bin ich auch kreativ. Und wie? Jetzt ist nee, das war natürlich jetzt wirklich Spitze. Ja. Das war absolute Spitze. Weil alle Probleme beseitigt, genau. Inklusive Stellung auf die 5, mit Winkel auf die 6, mit Winkel auf die 7. Besser geht's nicht. Nico hat ja kürzlich die 9-Ball-Weltmeisterschaft mitgespielt in Katar. Mhm. Und hat dort im ersten Spiel gegen Chia Ching Wu gespielt. Seines Zeichens zweifacher Weltmeister, der früher für Taiwan angetreten ist und mittlerweile für unter chinesischer Flagge spielt und seinen Namen auch leicht geändert hat von der Schreibweise. Stimmt. Und dort hat er 9-5 oder 9-6 verloren, weiß ich jetzt gar nicht mehr, oder war es sogar deutlicher. Auf jeden Fall hat Nico mir gesagt, dass da absolut nicht mehr drin war. Wenn er sein bestes Billard ohne jeglichen Fehler gespielt hätte, wäre es vielleicht 9-5 ausgegangen. Ansonsten hat Chia Ching Wu überhaupt keinen einzigen Ball verschossen. Das natürlich hat, als erstes Spiel so einen Gegner zu haben. Die zweite Partie allerdings war gegen einen Spieler aus Iran, den ich persönlich nicht kenne. Und da war es wirklich so, dass Nico gesagt hat, da war definitiv mehr drin und das Ausscheiden war dann auch ärgerlich. Er hat es mit 9-7 verloren und das war auch dann wirklich unnötig. Aber so ist es, wenn man in der Achtergruppe Doppel-K.O. spielt und nach dem ersten Spiel quasi mit dem Rücken zur Wand steht. Dem Thorsten Hummann erging es ja quasi nicht anders, der stand auch mit dem Rücken zur Wand. Was draus geworden ist, wissen wir alle. Hat ganz gut funktioniert, doch noch. Hat ganz gut funktioniert, ja. Aber das sind halt eben dann auch die Unterschiede, ja, die noch einen Unterschied noch ausmachen zwischen dem Nico und dem Thorsten. Da ist auch internationale Erfahrung die Wettkampfhärte zwischen Profi und Amateur. Ja, weil Nico ist kein Profi, geht einen ganz normalen Beruf nach. So, und jetzt ist er aber 2-0 in vorne, in Front. Und wir sehen ihn beim nächsten Break. Ja, da ist er ein bisschen enttäuscht. Ja, war ein gutes Break, aber ist er noch nicht mal in die Nähe eines Loches gekommen. Nee, da war nicht mal eine Kugel, die geklappert hat. So ist das beim Billard. Ab und zu fallen 3 Kugeln und dann wieder keine. Und du weißt gar nicht wieso. Da folgt jetzt eine Sicherheit. Ja, muss. Oh, ein Versuch da, mein Gott. Na gut. Ja, aber schon mit Sicherheit der Option, denke ich schon. Ja. Das war auch gut gemacht. Ja. Guckt sich Nico genau an, wie er die 1 treffen muss, damit er ein Resave spielen kann. Am besten wieder ganz voll treffen die 1, damit er die weiße unten behält und die 1 über eine Bande nach oben schiebt. Wieder Distanz zu schaffen zwischen den beiden Kugeln. Ja.
da geht es jetzt halt, wie gesagt, wieder um die Millimeter. Genau. Und das war jetzt zum Beispiel nicht so gut. Geht zwar gut aus, so wie es aussieht. Nee, doch nicht. Schön sieht er. Da gibt er eben eine Chance. Ja. Das sind jetzt hier so die Unterschiede zwischen voll die 1 treffen oder nur knapp treffen. Einmal ein todsicheres Safe oder, wie es jetzt passiert ist, offenes Brett für David Wu. Ja, der guckt sich jetzt an, wie er die Weiße stellen muss, damit er die 2 lang spielt wahrscheinlich. Kann. Ja, ansonsten liegt alles offen. Schauen wir mal, ob er sich den ersten Punkt ergattern kann. So, und jetzt muss er bei der 3 schon darauf achten, dass er jetzt auf die 4 einstellt, um danach rüber nach links zur 5 zu gelangen. Genau, er will auf jeden und Fall Winkel eigentlich haben. Auch schon weiter auf die 6. Ja. Das ja. Macht's jetzt aus. Da muss jetzt genau gearbeitet werden. Ja, er zeigt's an, da ungefähr muss ich hin. Um dann natürlich auch wieder weiterspielen zu können und auf die 6 zu kommen, die oben am oberen Ende des Tisches liegt. Oh. Und da passiert der Fehler. Ja. Warum passieren solche Fehler? Das passiert, weil man eine gute Stellung braucht, ne? Zu sehr auf die Stellung konzentriert? Ja, wahrscheinlich, ne? Den Ball quasi schon abgehakt, als versenkt. Ja. Im Unterbewusstsein. Ja, sah so aus. Ja. Und er hat auch sehr schnell gespielt. Ja, er hat zwar lang geguckt im Prinzip, aber genau, dann... Genau, aber runter, direkt abgedrückt. Dann, genau, ja. Und natürlich, wenn du dann natürlich den falschen Gedanken hast, verhackst du den dann auch mal. Ja, ja, aber ist nochmal gut gegangen. Glücklich, ja. Aber ganz gut rausgekommen, der Nico. Und jetzt fängt das Safe-Battle an. Ja, genau, jetzt fängt das große Streiten um die 4 an. 4 gewinnt, heißt es genau. Doch, oder? Nicht ganz an die Bande gekommen. Mal gucken, ob Nico da jetzt einzaubert. Mal gucken, ob er die Sache jetzt offensiv angeht und sagt, die versenke ich. Ja, er ist natürlich trickreich mit der 6 da noch. Der den wahrscheinlich touchieren, wenn er den angreift. Ja, er spielt hinter diese 8. Ja. Aber nicht gut gemacht. Ja. Nico, der hat ja auch Sponsoring, gell? Oder? Der hat ja. Ein Acer Q, gell? Nico hat ein Acer Q, so ist das. Haben wir schon, glaube ich, öfter im Bild gesehen, sehr auffällig in Schwarz und Weiß. Und der Nico hat aber noch mehrere Sponsoren. Da sehen wir noch Pool Formotion, die Firma von Christian Reimering und Christian Maxeiner. Und darüber hinaus noch Dynamic Billiard. David Wu ist in der Hinsicht noch unbefleckt, sagen wir es mal so. Aber ich sag mal, das ist auch normal als Nachwuchsspieler, dass man da noch nicht großartig mit Sponsoren zu tun hat. Ja, das entwickelt sich genau. Wen hast du denn, Ina? Mein Sponsor? Tja, Lucasi. Lucasi, du spielst einen Lucasi-Kö, genau. Ich spiele mehrere. Du spielst einen Lucasi-Custom-Kö. Genau, ja. Von aus der Custom-Serie. Ja, dann spiele ich noch den Big Bueller 2 als Breaker. Und den Players Break Jump, den benutze ich nur zum Jumpen. Ja. Der liegt mir so gut, dass, ja,
Oh, ein Wahnsinn. Da sehen wir jetzt hier Klasse. Mal einen Weltklasse-Safe. Ja. Ja, war richtig gut. Genau. Wir haben jetzt hier den Bernd Schmatz auch wieder dabei, so wie ich das sehe. Der hat sich nicht nehmen lassen, wurde dann doch langweilig. Ja, gut, ich habe ein paar Bilder gemacht für Facebook. Sehr gut. Zur Animation. Ja. Also, du hast auch eine Facebook-Fanseite? Oh, Fanseite mal erwähnen? Fanseite würde ich jetzt nicht sagen. Nein, ach Gott, ja, Gott, ich bin vertreten dort mit meinem Namen und auch mit dem Logo von Blue White Ball, um da ein bisschen einen Zusammenhang herzustellen. Ne? Es läuft aber unter deinem privaten Namen. Ja, genau. Richtig. Also, wenn ihr Bilder sehen wollt, dann verbindet euch auf Facebook mit Bernd Schmatz. Genau, dann richtig. Dann seht ihr Bilder von den Heiner Open. Und da werdet ihr auch dann erfahren, wann die Videos abgeloadet werden auf YouTube. Richtig, genau. Wunderbar. Das werde ich dann auf Facebook posten und auf Billard aktuell. Alles klar, da warten wir gespannt auf das Resultat. Ja. Ist dann immer noch eine Heidenarbeit zu Hause, das weiß eigentlich keiner. Weil ich nehme jetzt das Rohmaterial mit nach Hause, das ist eine Datei, die kann ich eigentlich mit dem Bildverarbeitungsprogramm, also mit dem Schnittprogramm gar nicht bearbeiten. Das heißt, ich muss erst dieses Dateiformat konvertieren in ein gebrauchsfähiges Format. Mhm. Dann tue ich es mit dem Schnittprogramm bearbeiten, tue es betiteln, ja, mhm. Und dann wird es gerendert. Und dann wird es. Das läuft eine Weile, das läuft eine Weile, ja, klar, natürlich. Ja, das ist sehr prozessorintensiv. Klar, ja. Okay. Ja. Wann würden wir dann ungefähr damit rechnen können, dass wir also hier online sind? Also ich denke, so innerhalb einer Woche. Innerhalb einer Woche, das ist doch wunderbar. Nicht schlecht. Doch, ja. Sind wir doch noch aktuell. Ja. Da holt Nico sich den dritten Punkt. Man hat ja mittlerweile ein bisschen Routine. Ja. Routine hat auch der Nico Ottermann gerade bewiesen. Ja. Der völlig sicher und unbeeindruckt von allen unserem Geschwätz. Hat er doch ganz sicher das 3-0 gemacht. Wir sind also hier in wirklich unmittelbarer Nähe des Geschehens. Ja, das habe ich auch miterleben dürfen, als ich gegen Daniel spielen durfte, hier dann an dem TV-Table. War ich doch etwas erstaunt, dass man vor allem deine Stimme gut hören konnte, weil du ja noch so eine tiefe Stimme hast. Ja. Hat mich dann doch die ersten paar Stöße irritiert. Aber man muss sagen, den ganzen Satz habe ich, ich nicht reingefunden und immer irgendwie, also es war ein ganz kurioser Satz. Ja, um das mal visuell zu beschreiben, rechts seht ihr noch einen Ständer von einem Licht, das wir extra installiert haben und dort rechts davon sitzen wir hinter einer kleinen Plexiglasscheibe und haben so Einblick auf das Geschehen und natürlich auch zwei Monitore, die uns noch anzeigen, welches Bild wir denn wirklich jetzt gerade in der Aufnahme sehen. Genau. Und ermöglicht uns natürlich auch von oben drauf zu gucken. Ja, wir haben den Blick, den ihr jetzt quasi gerade alle seht. Ja. Und natürlich noch den Blick dann von der Seite auf den Billardtisch. Vielleicht irgendwann. So, das ist jetzt eine Chance. Wenn auch nur. Keine Dusche für den David Wu. Ja. Aber er liegt 3-0 zurück. Er muss solche Chancen irgendwann mal nutzen, auch wenn sie nur gering sind. Sonst wird ihm der Nico davonlaufen. Ja. Der war mal richtig knapp. Ja, war eigentlich kein schlechter Versuch. Nee. Aber irgendwie hat er jetzt auch noch Glück gehabt, weil wenn die Einsen nicht reingefallen wäre. Man kann das auch so sehen, ja. Wobei natürlich es auch für den Nico jetzt eine Einladung ist. Aber auch nicht einfach auf die 2 zu kommen, gell? Nee. Ja, die 9, die liegt verdächtig hier im Weg von der Weisen. Ja, das weiß er auch. Safe, ja. Genau. Das war aber auch kein wirkliches Safe. Nee, der war nicht gelungen. Jetzt hat er David natürlich jetzt die Möglichkeit, auf die Kombi zu stellen. 2-10.
Ja, wobei er da wahrscheinlich jetzt mit dem Hilfstür spielen muss. David ist zwar riesengroß, aber da kommt er da noch dran. Huiuiui. Jetzt noch eine Köhlverlängerung, ne? Ja. Also David ist trotz seiner, ich glaube, er ist erst 17, ist er doch 2,40 Meter groß. Gefühlte 2,40 Meter. Aber es reicht nicht. Also er wird jetzt zum Hilfskill greifen und das macht es natürlich nicht leichter mit dem Rücklauf. Im Rückzieher. Danach wartet dann wahrscheinlich Kombination 2 auf 10. Jetzt versucht er es doch wieder ohne Hilfskill. Ja, ist natürlich schon unangenehm. Ja. Mit Hilfskill. Gerade wenn man so lang ist, braucht man die Oma ja nicht so häufig. Ich habe da ein bisschen mehr. Ja, genau. Du hast ein bisschen mehr Erfahrung als David. Jetzt muss er natürlich umdisponieren, glaube ich. Also da kommen wir jetzt anzugreifen. Würdest du das angreifen, Ina, oder? Nee, ich würde ihn nicht angreifen. Bitte? Ich würde ihn nicht angreifen. Nicht? Okay. Weil nee, David sieht schon eher danach aus, ja, oder? Aber ich bin eh nicht so die Kombi-Spezialistin und da ist ja auch eine Möglichkeit zum Safe gegeben, also. Okay, war kein schlechter Versuch. Aber nicht belohnt worden, in keinster Weise. Aber Möglichkeit für den Nico. Die braucht er bloß reinzuschubsen, an der Position genau, auf die 3. Hat sogar noch ein bisschen Toleranz, kann die 10 noch mitnehmen. Oh, spielt aber fest. Warum? Es wird zunehmend zerfahrener, diese Partie. Hier werden gleich mehrere Kugeln abgeräumt. Ja. Ja, die Kugeln rollen wieder tief. Die Kugeln eingesammelt. Das war der Christoph Kräter, der hier einen missglückten Jump hingelegt hat, bei dem nicht nur die Weiße vom Tisch geflogen ist, sondern auch die Zielkugel, die 1. Also alles weg. Tja, das ist natürlich jetzt eine schwierige. Schwieriger Einsteiger. Ja. Also Winkel. Ja. Und dazu noch, ich weiß nicht, 6-10 stört auf jeden Fall ein bisschen. Ja, sonst könnte ja, er. Ja, das. Ja. Und er muss noch hoch zu 4. Ja, er nimmt jetzt in Kauf quasi, dass er jetzt einen ganz weiten Weg gehen muss. Per Nachläufer. Ja, und er kann jetzt auch nicht die Weiße einfach laufen lassen, glaube ich. Sieht fast so aus, als wenn er aufs Mittelloch geht, oder? Ja. Ja, ist auch die bessere Entscheidung. Aber verpasst. Und Stellung hätte funktioniert, aber. Und auch wieder sehr schnell abgedrückt, ne? Also ja, runtergegangen, zack. Ja. Er guckt zwar öfter mal länger. Das ist bei so schwierigen Bällen. Ja, er guckt öfter länger bei den Situationen, aber die Zeit zum Schwingen und so lässt er sich nicht. Das war jetzt beim Nico quasi genau andersrum. Der nicht lange überlegt hat, sondern wesentlich länger geschwungen hat dann. Ne? Der wusste sofort, was er macht und hat dann länger geschwungen und länger gezielt. Was auch immer er hier vorhatte. Es hat naja, nicht funktioniert. Ja, er wollte mit Druck halt schon in Tischmitte kommen. Musste ihn schon fest spielen, damit er aus der Bande rauskommt. Aber der war viel zu fest. Deutlich. Jetzt hat er den schweren Ball. Das ist jetzt richtig eine Aufgabe. Die Weiße wird er versuchen, wahrscheinlich auf der 9 irgendwie zu bremsen. Die 5 links versenken. Ja, vielleicht lässt er die Weiße auch laufen. Ja, ich denke auch. Also dann die Weiße kommt hinter der 9 noch an die Bande und dann hat er automatisch Stellung auf die 6. Er muss halt. Er spielt sogar noch fester und riskiert eigentlich die 6 nicht zu sehen. Doch, den sieht er. Oh, da wird es richtig eng. Sehen. Aber er scheint. Und auch Lorke? Ich denke. Er ja, scheint gute Dinge zu sein. Echt eng. Nee, jetzt sieht man ihn mal kurz zweifeln.
Also da geht es um wenige Millimeter. Ja. Angesagt hat er sie jetzt. Glauben wir mal alle hier in den Kommentatorenbox? Ja. Nee, die ging nicht. Leute, glaubt's mir doch einfach, wenn ich sage. Naja, vielleicht ging er schon. Er hat ihn einfach nur zu dick gespielt. Ah. Das werden wir nie erfahren. Doch, wir werden den Nico nachher fragen. Ja, aber er hätte ihn ja nicht angegriffen, hätte er nicht gedacht, dass er geht. Ja, sicherlich. Von daher wird er gleich sagen, ja, der ging, aber ich habe ihn zu dick gespielt. Der eigentliche Fehler war ja, die 5 so derart fest zu spielen. Ja, die 4, genau, auf die 5, ja. Ja, 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 klar. Und dann aber auch die 5 so lang zu versenken, stimmt. Und auch so fest. So fest, wie du es gesagt hast, Ina, reinspielen und dann ungefähr und dann da, wo die Weiße, jetzt, lassen, genau. Wo die Weiße jetzt liegt, wäre sie ja dann auch wunderbar zum Liegen geblieben. Wollte er nicht, wollte mehr rausholen aus der Stellung und ist bestraft worden. Also jetzt mal gucken, ob der David zum Anschlusstreffer kommt. Das wird eng, das wird nicht klappen. Nee. Bleibt aber nicht sein Spiel. Bleibt aber sicher liegen, offensichtlich. Ja, ich glaube. Das sind unangenehme Bälle. Das ist richtig unangenehm. Ja, den kann er vor allem nicht an der langen Bande treffen und dann entweder muss er den richtig dünn spielen. Er spielt Vorbande, links die lange Bande. Die linke Bande, ja. Der ist natürlich viel, viel schwerer als jetzt an der rechten Bande, aber da kann ich ihn halt nicht lochen und dann wird er klappern und bleibt für David dann offen. Da bräuchten wir jetzt quasi Florian Kohler alias Venom, genau. Der hier sicherlich mit einem Kopfstoß das Ganze lösen würde. Der Nico probiert es altmodisch. Sehr schön. Mit Vorwand. Gut. Gut, ich meine, die Position ist auf die 10. Ist vielleicht jetzt nicht gerade einfach, aber gut. Wenn er die macht, 4-0. Das ist schon eine Hausnummer dann. Ja. 4-0 und damit ist der Nico nur noch 2 Spiele vom Achtelfinaleinzug entfernt. Genau, David ist in richtigen Schwierigkeiten, gerade beim Winner Break. Oder, naja. Man muss schon wohl eher sagen, dass das Winner Break doch besser ist noch für David. Wenn er jetzt eine Partie mal gewinnt, könnte er eben ein paar an-aus hinterher schieben. Zum Aufholen ist Winner Break natürlich besser geeignet, ganz klar. Zumal Nico auch Probleme hatte mit dem Break bisher. Das letzte Mal ist was gefallen. Schauen wir mal, ob es diesmal erfolgreich ist. Aber die ersten Male ist nichts gefallen. Die Weiße schön kontrolliert, aber da fällt die 4. Sehr schön. Trotzdem nicht so einfach weiterzumachen, so wie ich das sehe. Geht die 1 nicht in die Ecktasche? Nee, das sieht wohl schwer danach aus. Ansonsten wäre es ein super Einstiegsbild, aber die 6 stört. Aus unserer Position. Ja, Nico sieht auch so aus, als wäre er nicht so glücklich. Na ja, guckt noch. Jetzt ist natürlich wichtig zu gucken, wie man am besten das Safe spielt. Das ist echt knapp anscheinend. Und er spielt sie auch. Er sagt sie an. Einfach nur ein Stoppball wahrscheinlich. Wenn sie wieder nicht geht, sollten wir ihm einen Augenarzt empfehlen. Ah. Ja, schön. Hat er ja nochmal Glück gehabt. Ist er dem Arztbesuch morgen nochmal drumherum gekommen. Tja. Vielleicht doch. Ja, der war schon unangenehm. Hat ein bisschen Winkel und wollte ja auch nicht das. Ja. Wollte ihn ja schon halten. Ja. Gut, nächste Chance für David. Jetzt muss er aber mal ran.
Jetzt muss er wirklich ran. Da muss jetzt das 4-1 her. Er ist generell nicht so der Schwinger, der sich streiten lässt. Er spielt immer recht flott, wenn man mal unten ist, ja. Das ist beeindruckend, finde ich. Weil ich brauche immer meine zwei Schwünge, bis ich... brauchen auch die meisten. Bis ich den geraden Stoß dann habe. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist bei David, nee. Dass er so langsam, also so wenig schwingt, genau. Und dann so schnell abdrückt. Ja, der war schon sehr schön. Jetzt müssen wir natürlich einen schönen Zugball spielen, um dann auch auf die 6 zu kommen. Ja. Über den ganzen Tisch. Erwischt den auch nicht so gut. Ja, aber das reicht. Das passt. Ja, wohl. Braucht ja schon eine gute Stellung auf die 7. Ja, aber es sollte gelingen, dass er die hält, dass die Weise in unterschätzt die Schnelligkeit Tisch des Tisches Mitte. Nicht. Der Bernd hat mir gesagt, dass die Lampen den Tisch nicht schneller machen. Ja, nee, aber die sind alle recht schnell, die Tische. Außer also die vorne, die 6 Tische, sind die Banden sehr langsam. Aber das Tuch sehr schnell. Das kenne ich. Überall sind die das Tücher. Das weiß ich. Ich habe hier auch schon gespielt. Die Banden sind unterschiedlich schnell, ja. Wir hören hier gerade ein Zwischenergebnis vom Christoph Greta gegen Ahmed Göser. Und zwar steht es da 5-0 für Göser. Ui. Das war jetzt wobei Christoph jetzt am Tisch ist und so wie ich ihn kenne, 6 dann ausmachen wird. Man muss aber auch ein bisschen glücklich spielen auf den neuen, ja. Ja. Aber. Ja. Es verhilft ihm zu seinem ersten. Da würde ich immer, ich würde immer die Folie wegnehmen. Gott, finde ich ganz schlimm, so drauf zu spielen. Also mich stört es auch. Aber er macht sie rein und das ist sein erster Punkt. Mal schauen, ob er jetzt was draus machen kann. 1-4 aus seiner Sicht. Mal schauen, wie er jetzt breakt. Sein erstes Break, ne? Für das da ist David. Das erste Break, ja. Er hat es auch noch gar nicht ausgepackt. Wir sehen ihn links, wie er es gerade erst auspackt. Also er war wohl offensichtlich von Anfang an nicht guter Dinge, dass er hier gegen Nico so ein Bein auf die Erde kriegt. Mentales Spiel, ne? Also immer eigentlich alles auspacken, was du so dabei hast. Dann ja, eigentlich und so weiter. Schon, ja. Einfach um positiv daran zu gehen und zu sagen, ja, den brauche ich auf jeden Fall, den Breaker. Genau, ja, das mache ich auch immer. Ich packe auch immer alles aus. Die Kleinigkeiten, aber gut. Hier haben wir, glaube ich, schon, das erste Ergebnis. Dominik Jentsch ist schon zurück. Der ist fertig. Und da er hier steht, gehe ich auch davon aus, dass er gewonnen hat. Und zwar recht deutlich. Ja, das ging ja recht schnell. Gegen wen hat er denn gespielt? Der Bernd wird es gerade herausfinden. Jedenfalls hat David erfolgreich gebreakt. Ja, der Dominik Lentsch hat 6-0 gewonnen. Ach, gegen Christian Machert. Christian Machel, ja, Machel. Aus Heppenheim. Heppenheim, okay. Verbandsliga Hessen. Okay. Muss Dominik natürlich gewinnen, das ist ganz klar. Hat er auch dann geschafft. Ja, 6-0 ist natürlich schon. 6-0 schon ist zwar natürlich was anderes, aber er muss es gewinnen. Ganz klar. Der war sehr schön von David. Na gut, aber bei Wiener Break und sagen wir bei der Klasse von Dominik Jentsch. Ja. Der hat durchaus drin. Die Routine. Es ist nicht so, dass er jetzt halt 6 Spiele an- und ausmachen muss, aber er weiß halt genau, was er in jeder innere Situation, wo ihn für ihn schwierig ist, dann machen muss, um sich einen Vorteil eben zu machen. Also gegen Folie hat er ja gar nichts, der David, ne? Hat er gerade die Folie touchiert unten an der Bande. Würde ich die Krise kriegen. Das ich würde die, würd die sofort wegpacken. Die Faulheit der Jugend. Ja, aber wirklich. Ah, nee. Oh, wir hatten vorhin eine Partie kommentiert, das war Dominik Jentsch gegen Martin Witzel. Die haben die Folie bei allen Partien liegen lassen. Egal, ob die 10 gerade spielbar war oder so. Es war eine Frechheit. Die haben die schlichtweg einfach ignoriert. Ja, konsequent liegen lassen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber das ist nicht meins. Dafür kann zu viel passieren mit der Folie, ne? Der war sehr schön, sehr schön.
So, der David ist also wieder im Rennen. Genau. Erfolgreich das Break durchgebracht. Neuer Spielstand, 4-2 für den Nico. Na, wenn er jetzt noch ein erfolgreiches Break macht, wird es schon wieder eng. Dann haben wir ein richtiges Match. Ja. Währenddessen ist der Ahmed Göser gegen Christoph doch wieder im Rennen. Hat er doch keine Rechnung ausgemacht, der Christoph. Nicht funktioniert. Dafür ist aber dann jetzt Ahmed am Tisch und hat durchaus akzeptablen Tisch, um das Spiel zu beenden. Da war fast die Weiße weg. Und wieder fällt eine Kugel ins Eckloch, aber Stellung auf 1 ist nicht da. Muss er doch mit einem Safe einsteigen. Auch das ist nicht so einfach hier, denke ich. Mal schauen, was er sich einfallen lässt. Ja, gibt es tendenziell die Möglichkeit, die 1 ganz weit rechts zu treffen und die Weiße irgendwie hinter die 7 zu klemmen. Ja. Oder man geht den anderen Weg und geht die Weiße nach oben. Genau, das so macht wie er auch, aber da war eben die Gefahr, auf die 2 zu kommen und da hat der Nico zwar jetzt keinen wirklich guten Einstiegsball, aber er sieht die 1 und kann dementsprechend Sicherheit spielen oder man kann das auch angehen, aber die Weiße wird halt unkontrollierbar schnell oder bleibt schnell. Ja, vor allem liegen da so viele Kugeln im Weg. Unfallfrei da rauszukommen, ist glaube ich schwer. Aber eine Sicherheit? Sicherheit ist auch schwer. Ja. Das ist alles, das ist eine unangenehme Position. Aber er versucht's. Das ist okay. Viel Distanz gebracht zwischen den Kugeln und die 1 nach unten an die kurze Bande. Ja, jetzt hat David natürlich schon die Möglichkeit, ein gutes Safe zu spielen. Ja. Aber die Lösung von Nico war trotzdem okay, weil ja, die Situation, klar, hat, Situation hat nicht mehr hergegeben. Genau. Ganz anders als die Situation, die hatte halt eben schon dieses Safe hergegeben und das hatte David auch konsequent gespielt. Gut. Ja, jetzt holt Nico seinen Jump-Kill. Gut, dann sehen wir jetzt auch mal den Nico mit seinem Jump-Kill in Action. Sehr, sehr kurze Distanz. Ja, aber da ist ja die Möglichkeit groß, dass er ein Resave spielen kann, ne? Wenn er die 1 halb dick spielt, die Weiße unten im Feld lässt. Genau, links halb dick anspielen und guckt, dass er die Weiße eben wohin? Unten bringt und die 1 auf die andere, auf die Kopffeldhälfte. Und da hat man ja wirklich, da ist ja eine Linie von 5 Kugeln. Oh, er spielt sehr dünn. Ja, das war aber bestimmt nicht so absichtlich. Das war nicht absichtlich, den so dünn zu treffen, aber das Resultat ist natürlich hervorragend. Ja. So, und ihr werdet es nicht glauben, Christoph macht das 5-1. Also, ach, das denn hingekriegt? Ja, ich bin noch im Rennen mit meinem Resultat. Jetzt kommen 5 an Haushalt. Und David jumpt. Den versucht er jetzt sogar zu potten. Und zwar mit dem ganzen Kill. Sieht man auch selten. Uiuiuiuiui. Alles klar, schön mit dem kompletten Kill. Noch Fragen? Ja, und Jörn ist auch so ein Spezialist. Mit seinem Predator jumpt er auch. Ja, das habe ich vorhin gesehen. Ja. Das ist unglaublich, was er da mit reinjumpt. Ja, nicht nur, was er mit seinem Jump macht, was er mit seinem Spielkill macht. Er hat da vorhin einen kleinen Safe zelebriert. Der war ja allerfeinst hier. Mit sehr viel Gefühl und Fingerspitzen. Ja, also, das hat er. Boah, klasse. So, und damit hat David jetzt die Möglichkeit, bis auf einen Punkt ranzukommen. Dafür muss jetzt diese Stellung passen und ja, die passt. Aber die sieht gut aus.
auf die 4 auf 5 muss passen. Also ja, das ist keine Kinderpartie. Er hatte jetzt wirklich keinen großen Korridor, wo die Weiße stehen bleiben darf, weil er braucht ja ganz wenig Winkel, um möglichst dann rechts am Tisch zu bleiben, um die 4 dann lang zu spielen. Das ist jetzt alles schon Millimeter, so. Das ist zu weit. Oh, da könnte er noch Glück haben. Geht noch. Das könnte noch funktionieren. Wenn es funktioniert, dann war es einwandfrei. Aber glücklich ist er nicht. Und da haben wir das nächste Ergebnis. Der Oliver Schumacher vom PBC Karben aus der zweiten Liga schlägt den Andreas Knabe mit 6:2. Damit der Olli im Achtelfinale. Och. So, und da hat der David. Hat der David natürlich jetzt hier dem Nico eine große Chance gegeben. Und da haben wir noch ein weiteres Ergebnis. Der Dennis Radmann, der also hier die. Der mich Ina rausgekickt hat, schlägt den Marco Schachner, seinen ehemaligen Mannschaftskollegen, mit 6:1. Und da ist natürlich die Ina jetzt auf Dennis' Seite. Denn Ina möchte natürlich, dass sie gegen den möglichen Sieger des Turniers ausgeschieden ist, ganz klar. Ja, und ihn noch geschlagen hat. Und noch selbst gewonnen hat, ganz klar. Damit steht natürlich fest, eigentlicher Turniersieger Ina Kappner. Natürlich, ganz klar, ja. Vielleicht gewinnt aber auch der Nico das Turnier, weil er ist jetzt auf einem guten Weg zum 5:2. Mhm, genau. Sehr schön da. Den kleinen Winkel ausgenutzt. Jetzt muss er nochmal die Tischhälfte mit der Weißen überqueren. Wahrscheinlich drei Banden. So ist es. Genau, wie es anzeigt. Aha. Ah, spielt er mit Konter-Effi zwei Banden. Genau, da war ihm das zu risikoreich über drei Banden, dass die Weiße zu weit links quasi rauskommt und dadurch der Winkel auf die 10 zu spitz wird. Dann hat er gesagt, ich spiele mit Rechts-Effi und halt die Weiße. Richtige Entscheidung, würde ich sagen, weil es sieht gut aus. Ja. Das war ein bisschen. Wie sagen die Amerikaner so schön, on the hill. Ja. Noch ein Spiel für den Nico. Für den Einzug ins Achtelfinale. Wissen wir schon, wer auf ihn wartet? Nein. Ich nicht. Da ärgert sich der Sebastian. Ja, man kann im Hintergrund sehen, ne? 7 verschossen, ja. So, da haben wir das nächste Ergebnis. Der Sinan Kodas aus Dieburg setzt sich gegen Christina Schagan mit 6:1 durch. Anschlag auf die Sprecherkabine. Ich glaube, der wollte uns weh machen. Nico, wir meinen es eigentlich gut mit dir. Da war Wumms hinter. Tja. Wir haben nichts Schlechtes gesagt. Nein, bis jetzt noch nicht. Nein. Und trotzdem liegt die Partie nicht offen. Das ist mal eine Baustellenpartie. Mein Gott. Ja, die das fängt schon an quasi offen. Mit 5, der ersten 7, Kugel. 5-7 Kombi geht, okay, aber. Tja, was macht man mit der 3? Ist schon, ja gut, kannst du natürlich. Und da in ist Richtung 5 so? Spielen, dass man dann, dass du die 3 ins von uns aus gesehen rechte Eckloch spielt. Wäre eine Möglichkeit. Stellung muss natürlich passen, aber was willst du sonst machen? Er guckt sich den Winkel auch an, wie er da die Weiße. Wenn man jetzt Linkshänder wäre, könnte man als Linkshänder einen Zugball spielen und vielleicht 3 auf 4 spielen. Ja, aber 3 auf 4 wäre eine Option. Ja, aber sollte man schon machen können.
als Rechtshänder ist natürlich... Ja, aber natürlich, du musst ja, da muss die Stellung auch richtig passen. Ja, klar, passen, ne? Aber als Linkshänder kann man das ja dann steuern, weil man gut zum Tisch steht. Als Rechtshänder ja, ist der Ball eigentlich ausgeschlossen und da muss man dann sowas machen wie das, was da er jetzt gerade er nicht probiert. Her. Nein, das wollte er nicht. Aber es war ja schon gewagt. Er hätte ja eigentlich zwischen der 8 und der 9 durchmüssen. Genau. Er wollte auch dadurch. Ja, ja, aber das ist ja richtig, eine ganz schmale Gasse. Auch angeguckt. Das ist ja. Er wollte halt auch nicht zu tief kommen, weil er dann irgendwie hinter die 5 kommen kann und war schon ein unangenehmer Einstieg. Und der kommt lang genug, das heißt, Nico. Ja, gut ausgestiegen, ne? Nochmal mit dem Jump-Kill. Ja. Und bei Christoph Kreter gegen Ahmed Göser steht es nur noch 2-5. Sehr schön. Sauber. Sehr stark. Sehr schön kontrolliert. So muss das aussehen. So musste das aussehen, genau. Das ist voll krass. Mit Position. Ja. Das ist krass. Jetzt hat er wenig Winkel. Muss natürlich schon gucken, dass er. Ja, da muss er jetzt wirklich viel arbeiten. Seite kommt, ja. Er muss hoch in Richtung Tischmitte, um die Kombination 5-7 zu spielen. Oder genau. Aber er geht das Risiko ein. Den drückt er. Und löst. Schön gemacht. Keine deutliche Verbesserung, das doch, aber. Ja, so. Vielleicht ist der Kombi etwas einfacher sogar. Gewonnen, mein Schatz. Sehr schön. Jörn Kaplan ist im Achtelfinale. Wir werden Privatgespräche werden hier mit Geschäftsgesprächen vermittelt, verwickelt. Natürlich. So ist das beim Billard. Hier wird auch Radler getrunken beim Kommentieren. Genau, also Jörn Kaplan ist eine Runde weiter. Er schlägt den David. Nee. Nee, Daniel Merbitz. Oh. Nee. Daniel Merbitz. Nee, das ist falsch. Wo ist denn der Jörn Zettel? Ich werde hier gerade veräppelt. Also, der Daniel Merbitz gewinnt gegen den Hermann Heigl mit 6-2. Damit ist der Daniel Merbitz weiter. Und jetzt haben wir noch den Jörn, der den Alexander Usbek aus Gera 6-4 schlägt. 6-4. Das ist ja ein bisschen knapp. Na gut, vielleicht wollte er ja. Vielleicht wollte er ja auch ein bisschen Spaß haben beim Billard. Ja, das Genießen, ne? Ja. Ja, so, und Nico genießt hier den ersten Gewinn. Nico zieht währenddessen nach und zieht auch ins Achtelfinale ein, weil er nämlich den David Wu hier vom TV Eberstadt mit 6-2 ja, schlägt. Schenkt der David ja, schenkt die 10. Wunderbar. Das war tja, Nico damit ist also diese Partie auf dem TV-Table erledigt und wir hören uns und sehen uns bei der nächsten Partie. Danke Ina fürs Mitkommen. Kein Problem, es war mir ein Vergnügen. Immer wieder gerne. Dann heißt das, wir hören beim Achtelfinale auch die Ina. Alles klar. Nee, ich spiele Ringgame. Ich spiele Ringgame. Ich muss ja noch ein bisschen Geld verdienen hier. Oh, alles klar. Gut, dann wünschen wir dir viel Glück dabei. Danke.